Oh je, Picard. Jean-Luc Picard, wir müssen miteinander reden. Es geht um Star Trek Picard, die zweite Staffel. Hier eine kleine Warnung. Spoilerwarnung, wer die Serie noch nicht gesehen hat, sollte jetzt und wissen will, wie es ausgeht, sollte jetzt abschalten und dieses Video erst angucken, wenn man entweder die Serie gesehen hat oder keine Angst vor Spoiler hat. Also, ihr habt noch Zeit. 3, 2, 1, 0. Ich bin ganz ehrlich, ich fand's ziemlich cool, dass Guinan wieder zu sehen war. Aber warum? Warum erkennt sie im Jahr 2024 Picard nicht? Wo sie ihm doch bereits im 19. Jahrhundert, siehe die TNG-Folge Gefahr aus dem 19. Jahrhundert, als Madame Guinan schon begegnet war. Das ist komisch. Außerdem, wenn die El Aurianer und die Q einen kalten Krieg hatten, wie kam der überhaupt zustande und wie wäre es zu einem heißen Krieg gekommen, wo doch die El Aurianer scheinbar normale biologische Wesen sind, so wie wir Menschen, und wie hätten die es dann in einem heißen Krieg gegen eine allmächtige Spezies wie die Q aufnehmen können? Und wenn sie wenn die El Aurianer einen Q herbeirufen konnten, warum haben sie das nicht getan und sich helfen lassen, als sie von den Borg assimiliert wurden? Oder waren sie da schon wieder Feinde? Eine der Wächter stellte sich als Romulanerin heraus. Moment, wait. Wieso taucht diese Info niemals später bei Star Trek auf? Und warum sind die Romulaner stets der große Feind der Föderation gewesen? Naja, bis zu dem Zeitpunkt, als die Supernova Romulus zerstört hatte. Das ist schon seltsam, dass das nie irgendwo Erwähnung fand. Oder handeln die Wächter als Einzelgänger, unabhängig von ihrer Herkunft? Außerdem, wieso bleibt Rios im Jahr 2024 bei der Ärztin, in die er sich verliebt hat, mit dem Wissen, dass bald der Dritte Weltkrieg und mit Atomangriffen drohen, ohne nebenher auch noch zu wissen, welchen Einfluss die Ärztin und ihr Sohn auf die Geschichte haben werden. Angenommen, sein Bleiben hätte dazu geführt, dass sie, also die Ärztin, einen Unfall überlebt oder Menschen rettet, die gestorben wären sonst. Was, wenn dieses Eingreifen, Stichwort Butterfly-Effekt, ähnliche katastrophale Auswirkungen gehabt hätte, wie in der Star Trek Original-Episode Griff in die Geschichte, wo Kirk einer jungen Frau das Leben rettet, übrigens gespielt von Joan Collins, aber das dazu geführt hat, dass Jahre später Hitler den Krieg gewinnt. Verrückt, ne? Aber warum sind Zeitreisende bei Star Trek dann immer so fahrlässig im Umgang mit der Geschichte? Ja, apropos Geschichte. Reden wir mal über die Borg. Uff, im Ernst? Ihr nehmt eine Borg-Königin aus einer alternativen Zeitlinie mit ins 21. Jahrhundert. Dort macht sie Jurati zur neuen Königin, die dann Soldaten assimiliert, die, warum auch immer, von Adam Sung bestellt werden können, um, ja was zu tun, die Menschheit assimilieren? In der Vergangenheit? Und wieso ist die Jurati-Borg-Queen dann später immer noch da, obwohl die Zeitlinie doch wiederhergestellt wurde? Season 2 von Star Trek Picard hat noch ein unbekanntes Kapitel aus Jean-Luc Picards Kindheit aufgedeckt und geklärt, aber wieso sind weder Counselor Troy noch zig Psychologen, ist das niemals aufgefallen, unter welchem Trauma Jean-Luc Picard leidet? Und wie kann es sein, dass Depressionen im 24. Jahrhundert so ein massives Problem sind, dass man das Gefühl hat, bei den Szenen eher ein Drama zu sehen, das im 17. Jahrhundert auf dem Land spielt. Einfach in ein Zimmer sperren und abwarten? Keine Medis, Ärzte oder sowas? Counselors? Ich hätte gedacht, im 24. Jahrhundert kommt man mit Depressionen, die so stark sind, dass man sich umbringt, besser klar. Immerhin erklärt dieses Trauma von Picard eines, nämlich warum in der TNG-Folge der Reisende seine Mutter als ältere Dame zu sehen ist. Ja, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht,
Ja, das war die Mama von Jean-Luc. Und in der TNG-Folge, der Reisende, sieht er seine Mutter wieder lebendig, die anscheinend nicht mehr lebt. Und er erklärt das in der PK-Folge mit folgenden Worten: Ich habe mir immer meine Mutter vorgestellt, wie sie mal alt wird. Also, das erklärt. Das ist schon eine logische Erklärung. Da man ja in dieser Folge der Reisende, die Enterprise-Besatzung, Dinge gesehen haben, die in ihren tiefsten Gedanken verborgen waren. Also Gedanken wurden Realität. Wer diese Folge nicht kennt, unbedingt schauen. Da reist die Enterprise über 1 Milliarde Lichtjahre weit weg mit einer exotischen Geschwindigkeit und kommt an einen Ort im Universum, wo Gedanken Realität werden. Aber nichtsdestotrotz lässt das doch Picards Psyche in eine sehr bedenkliche Erscheinung treten. Ja, und woher um alles in der Welt kamen denn die neuen Borg? Wenn doch die Zeitlinie zu diesem Zeitpunkt noch normal war, wieso sind alle Beteiligten bei der Selbstzerstörung nicht gestorben, sondern in der alternativen Realität gelandet? Oder hatte Q da seine Hände im Spiel, um Picard und seinen Leuten das Leben zu retten? Aber wie ist dann die alternative Zeitlinie überhaupt entstanden? Und wieso war Q sich so sicher, was Picard dann machen würde, wenn er nun keine Zeitreise unternommen hätte? Auch sehr verwirrend, wie auch die verstörende Tatsache, dass sich Picard auf die Aussagen einer Borg-Königin über diesen Wächter sich so stark verließ. Und wenn wir schon mal bei den Borg sind, die Konföderation, also der fremdenfeindliche faschistische Staat in der alternativen Zeitlinie, das Pendant zur Föderation, hat es doch tatsächlich geschafft, die Borg zu besiegen. Wie haben sie denn das gemacht? Sind sie in den Delta-Quadranten gereist und haben dort tausende von Borg-Planeten und Borg-Würfel zerstört? Also mir ist bisher nur ein einziges Wesen bekannt, wo es mit den Borg jemals hatte aufnehmen können. Nämlich Spezies 8472. Nebenbei bemerkt, sehr coole Aliens, die deswegen es mit den Borg aufnehmen konnten, weil A, die Borg in ihr Universum vorgedrungen sind, um sie zu assimilieren. B, Spezies 8472 immun gegen die Assimilation sind und außerdem über unfassbar starke Waffen verfügt, die so einen Borgwürfel zerschmettern, aber die Voyager nur durch die Gegend schleudert. Naja, egal. Zu guter Letzt, Q. Mein alter Freund, du bist Milliarden Jahre alt, deine Spezies ist allmächtig, scheinbar unsterblich, kann durch die Zeit reisen, alternative Welten erschaffen, Tote zum Leben erwecken, ganze Planeten retten oder vernichten. Und jetzt bist du einfach alt und stirbst? Warum? Warum ausgerechnet jetzt? Warum wird kein Grund genannt, nichts erklärt? Kommt das nicht ziemlich unglaubwürdig rüber? Klar, das versöhnliche Ende zum Schluss mit Picard, das war schön, das hat mich gefreut. Aber dann bist du einfach verschwunden. Einfach so. Insgesamt schaue ich trotz allem gern immer wieder Star Trek Picard, denn Star Trek hat mich eigentlich nie enttäuscht. Aber gerade diese Staffel hinterlässt bei mir den Eindruck, dass die Story schon an den Haaren herbeigezogen wurde, nur um 10 Episoden hinzubekommen. Obwohl die Grundidee ziemlich gut gemacht war, die alternative Zeitlinie mit der Konföderation, mit Seven of Nine als Präsidentin und so weiter. Ziemlich cool. Aber dann sind die obligatorischen Zeitreise-Klischees gekommen, zum Beispiel mit Rios, der sich in einer Frau aus der Vergangenheit verliebt und dann einfach da bleibt. Jurati ebenfalls bleibt als Borg, die nicht assimiliert, aber doch macht, was sie ist und mit den anderen Borg aus dem Delta-Quadranten, was? Wieder sehr verwirrend. Aber immerhin den Bogen bis ins 25. Jahrhundert spannt. Solche Plots gab es schon zigmal in Zeitreise-Stories. Cool fand ich, dass eine Vorfahrin von Picard, die Astronautin René Picard, einen Auftritt hatte. Aber das war's dann auch schon. Ich hoffe, Staffel 3 wird besser. Oder wieder besser. Denn mit einigen Charakteren aus Staffel 1 und 2 hatte ich ganz ehrlich meine Schwierigkeiten.
Ein Jean-Luc Picard, der einen Lieutenant mit dem Kosenamen Ruffy anspricht und sich selbst JL nennen lässt? Ein Captain Rios, der auf der Brücke der Stargazers Zigarre raucht? Hier kommen mir eher Star Wars und Han Solo Vibes als jetzt das gewohnte Star Trek in den Sinn. Abschließend muss ich sagen, dass mich die Staffel 2 trotz Logiklücken doch sehr unterhalten hat. Aber leider auch enttäuscht hat. Es war eben so beides. Weil ich mich einfach nicht im gewohnten Star Trek Universum gefühlt habe. Deswegen bitte, 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 liebe Produzenten und Drehbuchschreiber, man kann Star Trek nicht neu erfinden oder so eine Art Star Wars draus machen. Das funktioniert nicht. Bitte lasst Star Trek doch einfach Star Trek sein und bleiben. Das war's. Melde mich ab. Kip Supernova. Over and out.